Heute sprechen wir über die drei größten Fehler, die du in deiner Lernquarantäne machen kannst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und die meisten von euch befinden sich ja gerade alleine zu Hause. Ich hoffe auch jeder. Ja. Und da ist einfach auch jetzt natürlich die Frage, zum einen natürlich, wie kann ich mich motivieren? Dazu haben wir eben auch schon ein Video hier auf diesem Kanal gemacht. Vor allem möchte ich in diesem Video aber auf die drei größten Fehler eingehen, die ich immer wieder eben auch von Schülern mitbekomme, dass sie die auch in der jetzigen Zeit machen. Ja, wie gesagt, wir sind ja durch das Coaching und auch durch die YouTube-Kommentare und auch ansonsten auf Instagram und wie auch immer mit vielen Teilnehmern eben auch in Kontakt und natürlich auch mit vielen anderen Oberstufenschülern, die entweder jetzt ihr Abitur in diesem Jahr haben oder eben auch in den nächsten Jahren dann ihre Abschlussprüfungen auch schreiben werden. Und da ist einfach ein paar Dinge, die ich immer wieder, boah, wenn das einfach alle wüssten, ja, dass man darauf achten sollte, dann wäre, glaube ich, sehr, sehr viel geworden. Ja, deswegen lasst uns da direkt reinstarten. Der allererste Punkt, den ich als allergrößte Sache sehe, ist, dass man auf gar keinen Fall denken sollte, boah, ich habe jetzt so viel Zeit, ich habe auch keine Probleme mehr. Ja, weil ihr kennt das von den Wochenenden, als noch normal Schule war. Ja, ihr kennt es von den Sommerferien. Da habt ihr eigentlich viel mehr Zeit als an den anderen Tagen. Aber gerade weil man so viel Zeit hat, kommt man schnell in so ein, auch ob ich es jetzt oder später mache, spielt keine große Rolle. Ob ich es jetzt direkt mache oder später am Abend, macht keine Rolle. Ob ich es heute mache oder morgen, spielt keine Rolle. Ob ich es diese Woche mache oder nächste Woche, spielt auch keine Rolle. Ja, und das ist einfach eine sehr, sehr große Falle. Weil je mehr Zeit ihr habt und umso mehr ihr in dieses Denken reinkommt, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr kurz vor knapp merkt, ups, jetzt wird es aber doch mal ein bisschen eng. Wenn dann auch die Schule anfängt und so weiter, wird es natürlich schwierig, das Ganze wieder aufzuholen. Deswegen macht jetzt gleich einen klaren Plan, bleibt da dran und versucht das Ganze wirklich auch umzusetzen, weil nur so kann es auch wirklich funktionieren. Den zweiten Fehler, den man in der Quarantäne jetzt aktuell machen kann, wenn man eben aktuell vorhat, sehr viel zu lernen, ist nicht ausreichend auf Ausgleich zu achten. Ja, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt gerade kann ich freizeitmäßig eh wenig machen, ich kann meine Freunde nicht sehen, alles andere dazu. Bleibt mir eigentlich bloß noch das Lernen übrig, habe ich eh viel zu tun für die Prüfungen. Das stimmt grundsätzlich erstmal, ja, aber unser Körpersystem ist nicht darauf ausgerichtet, immer und immer wieder einfach nur die gleiche Sache zu tun. Ja, sondern wir sind trotzdem Menschen, wir sind trotzdem soziale Wesen und wir sind vor allem auch ein Mechanismus, der einfach auch, immer wieder Ruhe braucht und Entspannung. Und wenn du das nicht einbaust, wird es sehr, sehr schwierig. Ja, ich bin mit einigen Teilnehmern auch im Kontakt, die lernen aktuell, weil einfach sehr viel ansteht, bis zu 10 Stunden pro Tag, wo ich auch immer wieder sage, das ist gut von eurer Einstellung her, das ist gut von eurer Disziplin, auch gut von eurer Motivation, aber ihr müsst doch immer mal wieder schauen, dass ihr halt eben nicht, ja, immer nur noch mehr macht, sondern wirklich auch die Pausen einplant. Und Pausen können aktuell halt verschiedenste Dinge sein. Das kann Zeit mit der Familie sein, auch wenn einem die vielleicht gerade jetzt vielleicht gerne auch mal öfter auf den Senkel geht, wenn man, sag ich mal, nur aufeinander rumhockt. Dann zweitens kann aber natürlich einfach auch Sport sein, egal ob drinnen oder draußen. Und an dritter Stelle natürlich auch das tolle Wetter. Ja, natürlich, jetzt ist aktuell ein richtig schöner Sonnenschein. Es ist gerade einfach super, super wertvoll, einfach auch Sport zu machen, ja, auch Bewegung zu machen. Auch da sich immer wieder bewusst machen. Lernen hat nicht nur was mit dem Kopf zu tun, sondern auch mit der restlichen körperlichen Verfassung. Wenn du einfach frischer bist, wenn du in einem besseren Schlaf hast, wenn du mehr Energie hast, lernst du besser, deine Konzentration ist besser. Und das ist einfach auch sehr entscheidend, dass du eben auch auf diese Dinge achtest. Und der dritte Fehler, den ich immer wieder einige Schüler machen sehe, gerade jetzt auch in der letzten Zeit, ist es, unnötig schnell den Kopf in den Sand zu stecken. Egal aufgrund der aktuellen Situation, ja, dass einen die zu stark mitnimmt, dass man vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl hat, boah, es ist so unsicher mit den Abi-Prüfungen, da habe ich irgendwie gar keine Motivation dafür. Oder gerade auch, wenn man gerade alleine am Lernstoff sitzt, ja, dass man das Gefühl hat, komm, was soll ich machen, ich kann es eh nicht lernen, ich verstehe das eh nicht und dass man einfach sagt, ja, ist einfach alles scheiße, ich höre es einfach auf. Ja, das macht natürlich so niemand bewusst, aber unterbewusst kann das sehr schnell passieren, dass wir halt das Gefühl haben, okay, was bringt mir das jetzt noch? Ja, das ist alles scheiße, ich habe keine Lust mehr. Und da ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man da immer wieder auch einen Mechanismus findet, der einen auch immer wieder reinholt. Ja, sei es hier auf diesem Kanal eben auch die YouTube-Videos, ob das vielleicht ein motivierender Freund ist, der dich auch immer wieder pushen kann. Bei uns im Coaching gibt es extra eine Mastermind-Gruppe, wo eben auch alle Teilnehmer immer wieder zusammenkommen können, sich gegenseitig motivieren können, dass man da eben auch so ein pushendes Umfeld hat, um einfach auch immer wieder dran zu bleiben. Das ist einfach super, super entscheidend. Und dafür solltest du auf jeden Fall auch sorgen, ja, dass du genau das hast. Ansonsten, wenn du darüber hinaus noch weitere intensivere, auch persönliche Unterstützung von mir haben möchtest, auch mit unseren anderen Coaching-Teilnehmern in Kontakt kommen möchtest und da eben auch im Detail herausfinden kannst, wie du jetzt gerade auch die aktuelle Zeit bestmöglich nutzen kannst, um dann eben auch auf die anstehenden Prüfungen, sei es deine Abiturprüfungen oder die Klausuren, die nach den Corona-Ferien noch kommen,
dass du da optimal vorbereitet bist, dann geh gerne auf den allerersten Link in der YouTube-Beschreibung, bewirb dich bei uns ums Coaching. Genauso kannst du den angepinnten Kommentar nutzen, da einfach auf den Link klicken. Und auch dann kommst du auf unsere Webseite, wo du dich eben auf unser Coaching bewerben kannst. Und dann wird mein Team eben schauen, können wir dir grundsätzlich erstmal überhelfen? Und wenn ja, wie dann eben auch im Detail, das wird dir im weiteren Ablauf dann auch erklärt. Darauf würde ich mich freuen. Ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.